Die Wallfahrt zu Maria im grünen Tal in Retzbach ist die älteste im Bistum Würzburg. Ihr Ursprung ist mit vielen Legenden verbunden. Heute zieht es rund 40.000 Wallfahrer alljährlich dorthin. Wenn sie, teils von weit her, hier ankommen und wenn sie den Heimweg antreten, werden sie von einer Doppelfigur der Mutter Gottes auf einer Säule begrüßt und verabschiedet. Die Säule hat sozusagen zwei Vaterseiten. Maria wendet sich den Kommenden und den Gehenden zu und hält ihnen das göttliche Kind entgegen. In der Mitte des hohen gotischen Chorraums brennen viele Kerzen vor dem großen, kraftvoll wirkenden, steinernen Gnadenbild der Mutter Gottes mit dem Jesuskind aus der Zeit um 1300. Auf Anregung des ehemaligen Würzburger Bischofs Josef Stangl verbindet sich mit Retzbach ein Gebetsanliegen, das immer drängender wird, die Ökumene. So wurde Retzbach zum Gebetsort für die Einheit der Christen. Von Retzbach aus folgt der Marienweg dem Mainwanderweg. Der Höhenweg führt durch Weinberge, Wälder, Wiesen und Felder. Auf weite Strecken bietet sich ein herrlicher Ausblick auf das Maintal. Im Buchental liegt Maria Buchen, eine Perle des Spessarts. Was über die Entstehung dieses Wallfahrtsortes erzählt wird, passt so recht in die Landschaft. Im Jahr 1395 wurde in einer alten Buche eine kleine Pietà gefunden. Wer sie dort hineingestellt hat, wir wissen es nicht. Hohlräume in Bäumen gehören zu den Vorläufern von heiligen Häuschen und Bildstöcken. Das Bild in der Buche wurde Ziel frommer Verehrung. 1432 wurde an dieser Stelle eine Kapelle gebaut. Die heutige Wallfahrtskirche war 1701 vollendet. Viele gemalte und beschriftete Tafeln, aus Dankbarkeit hier angebracht, preisen deine Güte, deine treue Hilfe. Du wirst dafür sorgen, dass auch wir heute nicht umsonst hierher gepilgert sind. Und so rufen wir zu dir. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesmutter. Verspätigt unser Gebet in unserer Güte, sondern errette uns jederzeit von allen Gefahren. Die ehemalige Zisterzienserinnenabtei Schönau an der Fränkischen Saale wurde 1189 gegründet und dem Abt von Ebrach unterstellt. Plünderungen im Bauernkrieg und Zerstörungen im Markgräflerkrieg führten 1564 zur Aufgabe des Klosters. Erst 1699 zog neues Leben ein, als es von den Franziskanerminoriten aus Würzburg übernommen und von dem Laienbruder Kilian Staufer neu aufgebaut wurde. Georg Sebastian Urlaub schuf 1706 das Hochaltarbild Mariä unbefleckte Empfängnis. Die drei heiligen Figuren an der Ostwand, Maria mit dem Kind, Johannes der Täufer und Johannes der Evangelist, stammen aus der Werkstatt Tillmann Riemenschneiders. Der dreiteilige Wallfahrtsaltar von 1710 enthält das Gnadenbild der schmerzhaften Mutter Gottes. Nicht wenige Gnadenstätten sind mit einer Quelle verbunden. Die berühmteste ist sicher Lourdes mit der am Ort der Erscheinung entsprungenen Quelle. Auch einige der fränkischen Marienwallfahrtsorte sind alte Quellheiligtümer. Retzbach, Terzenbrunn, früher auch Maria Limbach und Rengersbrunn. Schöpfen und sich laben können an einer Quelle mit frischem Wasser ist ein elementares Bedürfnis. Es wird zum Symbol für den Empfang der Gnade Gottes. Gnade ist etwas, was uns zufließt von Gott her.
Es ist lebensnotwendig, reinigend, erfrischend. Das christliche Grundsakrament, die Taufe, lebt ganz von dieser Symbolik des Wassers. Jesus spricht oft von sich und seinem Geist, den er schenkt, im Bild vom lebendigen Wasser. In dieser Sicht ist Maria die Quelle, aus der das Heil, der Heiland und mit ihm die Fülle aller guten Gaben hervorgeht. Es lohnt sich, hinter der Kirche auf einem kleinen Sträßchen den Hang hinaufzusteigen. Ein kleines Dammwildgehege lädt ebenso zum Rasten und Schauen ein, wie die weite Fernsicht bis zu den Höhen der Vorrhön.